Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen! Das Handelsblatt titelte im Sommer: Gefälschte Klimazertifikate aus China belasten die Ampelkoalition. Und die Welt sprach vom wohl folgenschwersten Betrug in der deutschen Klimaschutzpolitik. Ein bekanntes Mittel in der Krisenkommunikation ist dann, eine Taskforce zur Aufarbeitung einzurichten. Aber dann muss man schnell handeln und man muss sich an die Spitze der Bewegung setzen. Erste Informationen zu möglichen Betrugsfällen gab es aber schon vor fast einem Jahr. Aber erst nach Monaten des Wartens und Prüfens hat das Umweltbundesamt jetzt im Sommer endlich eine Anwaltskanzlei eingeschaltet. Und nach den neuesten Erkenntnissen geht man davon aus, dass bei 45 von 66 Projekten betrogen wurde. Das ist doch der Wahnsinn, und es ist allerhöchste Zeit, dass dieser Betrug jetzt endlich aufgearbeitet wird, meine sehr geehrten Damen und Herren. Die Leidtragenden sind die Biokraftstoffhersteller, die Betreiber von Ladesäulen, die Stadtwerke und die Eigentümer von Elektroautos. Denn der Preis für die Zertifikate, die man für die CO2-Reduzierung in diesem Bereich bekommt, ist durch die Betrugsfälle massiv verfallen. Das hat enorme Auswirkungen. Manche Firmen mussten sogar Insolvenzantrag stellen. Damit wird das ganze Ausmaß des Kontrollversagens des Umweltbundesamtes deutlich. Und die Bundesumweltministerin trägt dafür die politische Verantwortung, denn sie hat die Rechts- und Fachaufsicht. Das müssen Sie sich zuschreiben lassen, liebe Frau Staatssekretärin, liebe Frau Ministerin. Und welche Konsequenzen zieht jetzt das Bundesumweltministerium daraus? Anstatt sicherzustellen, dass das Umweltbundesamt seiner Aufgabe als Kontrollbehörde für die Zukunft gerecht wird, schaffen Sie einfach das gesamte System der Anrechenbarkeit von Klimaprojekten im Ausland, dem übrigens die Grünen damals sogar selbst zugestimmt haben, für die Zukunft einfach komplett ab. Meinen Sie wirklich, dass Sie damit durchkommen und dass das der richtige Schritt ist? Mitnichten, meine sehr geehrten Damen und Herren. Die Abschaffung des aus Ihrer Sicht unliebsamen Instruments der Anrechenbarkeit von Klimaprojekten löst doch das Problem nicht. Denn wir werden auch in Zukunft auf internationalen Klimaschutz, auf Kooperationen angewiesen sein. Das ist zum Beispiel bei grünem Wasserstoff der Fall, aber auch bei den globalen Lieferketten insgesamt. Und kommen Sie jetzt nicht mit dem Argument, dass alles unvermeidbar war und dass man solche Projekte nicht kontrollieren kann. Die Kontrolle solcher Projekte ist möglich. Und die Kontrollinstrumente waren sogar in der bestehenden Verordnung angelegt und geregelt. Man muss sie nur anwenden und man muss die Strukturen dafür schaffen. Und das hat das Bundesumweltamt nicht. Und deswegen sage ich, lieber Herr Präsident des Umweltbundesamtes, Herr Messner, für dieses Organisationsversagen tragen Sie die Verantwortung. Und es gilt jetzt ganz schnell, Vertrauen in die Handlungsfähigkeit unseres Staates wieder zurückzugewinnen. Vielen Dank. Das Wort erhält Daniel Rinkert für die SPD-Fraktion.